Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Valheim-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zu den Portalen, die man in Valheim bauen kann, was ihr für Ressourcen benötigt, wie das funktioniert, wenn ihr zwei miteinander verknüpfen möchtet. Das Ganze gehen wir hier kurz und knapp Schritt für Schritt durch. Zu Beginn, um überhaupt Portale bauen zu können, müsst ihr ins Bronzezeitalter kommen. In der Infokarte gibt es sonst einen Guide, wie ihr da rankommt bzw. hinkommt, denn ihr braucht so eine Bronze-Axt. Mindestens eine Bronze-Axt oder höhere Stufen braucht ihr, um die Bäume zu fällen, die euch dann den Blueprint geben, um eben diese Portale zu bauen. Dazu kommen wir gleich. Zuerst mal ganz kurz, wie man den baut. Hier bei Verschiedenes habt ihr den dann drin und er braucht verschiedene Ressourcen. Das erste, was ihr benötigt, sind natürlich die Kerne. Die kriegt ihr aus den Höhlen, sollte man schon kennen. Sind genau die gleichen Kerne, die man auch braucht, um eine Schmiede oder einen Kohleminer zu bauen. Das nächste wäre dann edles Holz. Dafür braucht ihr eben diese Bronze-Axt oder auch eine Stufe höher, eine Eisenaxt geht logischerweise auch, aber ab dem Bronzezeitalter kann man diese Bäume fällen. Die findet ihr im Auenwald, das sind Birken oder auch Eichen. Wenn ihr die fällt, kriegt ihr nicht nur normales Holz, sondern eben auch edles Holz und das braucht ihr für das Portal. Zu guter Letzt braucht ihr dann noch Grauzwergenauge. Die kriegt ihr logischerweise von den Grauzwergen. Gerade die blauen Grauzwerge droppen die relativ häufig. Mit den Ressourcen könnt ihr dann so ein Portal bauen. Nun, ihr baut dann das Portal, wenn ihr die Ressourcen habt. Ihr braucht zwei Stück logischerweise. Das heißt, ihr baut mal eins an einer Stelle. Dann geht ihr hin und schreibt bei der Portalerkennung einen Namen rein. Ich habe jetzt mal Gondor reingeschrieben, denn ihr müsst zwei Portale bauen und beide mit dem gleichen Portalerkennungsnamen ausstatten. Das heißt, Gondor jetzt hier in meiner Behausung, dann stelle ich außen mal ganz kurz noch ein Portal auf und das nenne ich dann auch Gondor und dann sind die beiden auch schon miteinander verknüpft. Ihr braucht logischerweise auch eine Werkbank, um das zu bauen. Werkbank bauen, Portal hinstellen. Das hier benamseln wir dann auch noch, das heißt jetzt auch Gondor und dann sind die beiden Portale miteinander verbunden und wenn ihr reinspringt, könnt ihr vom einen Ort zum anderen. Wenn ihr jetzt weitere Portale machen möchtet, dann könnt ihr natürlich logischerweise nochmal ein Portal bauen, das nennt ihr dann einfach Mordor und dann baut ihr noch ein viertes Portal, das nennt ihr auch Mordor und dann ist Mordor mit Mordor verbunden und Gondor mit Gondor. So einfach ist es im Grunde genommen. Ein kleiner Hinweis gibt es hier trotzdem noch, ihr könnt Erze nicht durchs Portal bringen, das heißt Zinn oder auch Kupfer sowie Eisen, die haben so eine Markierung oben in der Ecke. Diese Markierung bedeutet, dass ihr nicht durch das Portal teleportiert werden könnt, das heißt die müsste man mit einem Karren oder einem Schiff transportieren, wie man einen Karren herstellt. In der Infokarte gibt es sonst noch einen Guide dazu. Gut, aber mit diesem Portal habt ihr natürlich die Möglichkeit, eine kleinere Außenbasis irgendwo zu errichten. Da könnt ihr dann mit dem Portal schnell hin. Ihr könnt relativ einfach Holz oder auch Steine sammeln oder Nahrungsmittel irgendwo an einem Ort, wo ihr sonst nicht viel seid. Und mit dem Portal natürlich immer wieder hin und zurückspringen, um die Sachen abzuladen. Gut, das wären eigentlich schon die wichtigsten Infos zu dem Portal gewesen. Ich wünsche viel Spaß, die zu bauen, die einzelnen Gebiete miteinander zu verknüpfen. Das heißt, einfach bei eurem Zuhause ein Portal aufstellen, mit dem Schiff irgendwo anders hin oder auf der gleichen Insel weit, weit weg und dann ein zweites Portal hinstellen, die miteinander verknüpfen und dann könnt ihr ganz, ganz schnell diese Strecken überbrücken. Alles klar? Das war's auch schon vom Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Schreibt gerne in die Kommentare ein bisschen Feedback, da bin ich sehr froh drum. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.